Ja, wir sind in Kapitel 16 und hier steht, sie brachen von Elim auf. Das Volk Israel, es wurde herausgeführt aus der Wüste, aus der Sklaverei, aus Ägypten von Gott. Er hat es befreit, sein Volk, mit starker Hand, wie es immer wieder heißt. Und er hat seine Macht erwiesen, indem er die Feinde des Volkes Israel komplett vernichtet hat. Wie wir gelesen haben, wie Moses dem Volk Israel gesagt hat, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und sie haben es erlebt, wie Gott für sie gekämpft hat. Erinnere dich, wie Gott dich befreit hat, wie er dich erlöst hat aus deinem Ägypten, aus deinem Sklavenhaus. Erinnere dich daran, wie es war in der Sklaverei, unter der Herrschaft der Sünde, in der Verfinsterung deines Denkens, in der Verfinsterung deines Lebens. Erinnere dich daran, wie es war in Ägypten. Geschwister, das ist wichtig. Heute werden wir das auch noch mal wieder lesen, warum das wichtig ist. Nicht, damit wir uns schlecht fühlen, nicht, damit wir denken, oh, was war ich für ein großer Sünder. Nein, es ist wichtig, dass wir uns erinnern daran und dann auch daran erinnern, wer uns daraus befreit hat, aus dieser Finsternis. Wer uns erlöst hat und wie er es getan hat. Kannst du dich erinnern, wie Gott dich befreit und erlöst hat? Es ist so wichtig, dass wir das tun. Du hast vielleicht jetzt verschiedene Dinge vor Augen in deinem Gedächtnis, in deiner Erinnerung, was Gott getan hat in deinem Leben, wie er dich freigemacht hat. Ja, vielleicht sind solche Momente da, wo du sagen kannst, ja, da weiß ich noch, wie der Herr für mich gekämpft hat. Und ich war ganz still. Ich konnte gar nichts tun. Ich musste stillhalten. Gott führt sein Volk, nachdem er es aus Ägypten herausgeführt hat. Er überlässt es nicht jetzt sich selbst, sondern er hat uns befreit aus der Sklaverei, um jetzt unser Herr zu sein, um unser Hirte zu sein. Er ist unser guter Hirte, der uns führt und leitet, wie wir das sehen beim Volk Israel, geleitet durch die Wolkensäule. Führt er sie? Ja, er führt sie einen Weg, der erstmal geschützt ist und bewahrt ist vor den großen Kämpfen. Die großen Kämpfe kommen noch, aber jetzt ist das Volk Gottes erstmal drumherum gekommen um die großen Kämpfe. Er führt das Volk Gottes, sein Volk, in die Wüste. Und es ist ein Weg, der für das Volk Gottes erstmal einen Schutz bedeutet. Wie gesagt, sie werden nicht direkt gleich in die Kämpfe hineingeschickt. Aber die Wüste hat auch ihre Herausforderungen, ihre Prüfungen. Und das erste ist der Durst. Es entsteht eine Situation, wo sie durstig werden, wo kein Wasser da ist. Und sie murren, sie gehen Mose an und sagen, was sollen wir denn trinken? Gott erhört das Gebet Moses und zeigt einen Weg, wie das bittere Wasser von Mara süß werden kann. Das Kreuz zeigt uns, wie das bittere Leiden süß wird und unseren Durst stillt.
dann sagt Gott, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich gebe dir Heilung. Durch mich kommt Heil und Heilung in dein Leben. Ich stelle dich wieder her. In den letzten Tagen öfter mal über, auch ich glaube letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, darüber, dass wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind als Menschen. Der Herr ist unser Arzt. Er heilt uns von dieser Krankheit, die uns so entstellt hat, sodass wir nicht mehr wir selbst waren. Eine Krankheit, die uns befallen hat, die Sünde, die uns so sehr entstellt, dass aus uns eben nicht mehr das Ebenbild Gottes leuchtet, sondern eine Fratze. Aber Gott ist der Gott, der uns heilt, der das Ebenbild Gottes in uns wiederherstellt. Lass uns das einmal lesen in 2. Korinther 4. Und da steht in Vers 5, nee, nicht Vers 5, lass uns, ja, wir lesen mal den Zusammenhang. Es geht hier um die Verkündigung des Evangeliums. Und dann spricht Paulus davon, dass es bestimmte Menschen gibt, die das nicht verstehen, die das nicht erkennen, die das nicht annehmen. Wenn unser Evangelium doch verdeckt ist in Vers 3 von Kapitel 4, wenn unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Hier zeigt Paulus auf, wer ist Gottes Bild? Wer ist derjenige, der ganz so ist, wie Gott sich das gedacht hat? Welcher Mensch? Es ist Jesus. Du siehst in Jesus die Herrlichkeit Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, Christus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Uns aber als eure Sklaven, um Jesu willen. Wir betreiben hier keine Self-Promotion. Es geht nicht um mich hier, sondern es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt er, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Die Herrlichkeit Gottes siehst du, erkennst du im Angesicht Jesu Christi. Und vorher sagt er in Vers 18 von Kapitel 3, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Im Anschauen des Angesichts Jesu Christi wirst du verwandelt. Wirst du umgestaltet in dasselbe Bild. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig, sich zu vertiefen immer wieder neu in dieses Angesicht Jesu Christi, unseres Herrn und Heilands. Und das ist nicht unbedingt dieses schöne Gesicht,
sondern es ist das Gesicht dessen, der gelitten hat, auf dessen Haupt die Dornenkrone sitzt, der geschlagen ist, der blutet. Der schweigt, wo er geschlagen wurde. Der nicht flucht, der nicht droht. Nein, der fürbittisch für seine Feinde tut. Und der sein Leben hingibt für uns Sünder. Die wir so krank sind von der Sünde. Und er ist der Arzt, der Gott, unser Arzt, der uns heilt, der das Ebenbild Gottes wiederherstellt in uns. Und das geschieht im Aufblick auf Jesus. Und wir durften ihn erkennen, unsere Augen sind aufgegangen, wir haben sein Angesicht gesehen, er ist uns begegnet, er hat uns herausgerettet aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Aber jetzt ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen, während wir diesen Weg durch die Wüste gehen mit ihm. Während wir ihm nachfolgen, ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen und nicht nach unten schauen, nicht auf uns selbst schauen, nicht auf das Elend in uns und um uns herum, sondern auf ihn. Jesus sagt in Bezug auf die ganzen Dinge der Endzeit, die die Menschen so von Furcht erfüllt sein lassen, dass sie nicht ein noch aus wissen. Was sagt Jesus? Erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass eure Erlösung nahe ist. Schaut auf ihn. Im Aufschauen auf ihn. Im Anschauen seines Angesichtes wirst du verwandelt. Und das geschieht nicht nur in der religiösen Versenkung, im Gebet, sondern genauso in dem, was wir Sonntag machen wollen. Rausgehen zu den Armen, ihnen ins Angesicht schauen, denen, die elend sind, die schwach sind, die Not leiden. Ja, die vielleicht von der Sünde so geknechtet sind, dass du, wie gesagt, dass du siehst das Angesicht, das Ebenbild Gottes gar nicht mehr. Da ist nur noch diese Fratze. Aber tief drin, in diesem Elend, ist Jesus selbst zu finden, sagt er. Ganz tief verborgen, sagt Jesus, bin ich bei diesen zu finden. Du schaust das Angesicht eines gequälten Menschen an und du siehst auch die Qual Jesu Christi am Kreuz für uns Sünder. Denn er hat sich uns zuallererst gleich gemacht. Er hat sich auf unsere Stufe gestellt, hat unsere Gestalt, diese Gestalt des sündigen Fleisches angenommen, die eines armen, zusammengeschlagenen zum Tode verurteilten. Einem, der Spott und Hohn aller ausgesetzt ist, an dem sie alle das auslassen. Und diese Menschen finden wir, wenn wir da rausgehen. Menschen, die völlig unwürdig behandelt werden, die links liegen gelassen werden. Das ist beides. Wir finden dieses Angesicht Jesu im Heiligen Geist, im Gebet. Im Abendmahl, in der Anbetung, in der Vertiefung, wenn wir in sein Wort uns hinein vertiefen. Wir finden es aber genauso auch in der Hingabe an unseren Nächsten. Und dadurch werden wir verwandelt in sein Ebenbild. So ist der Herr, unser Arzt. Zuallererst und vor allen Dingen dadurch. Geschwister, es gibt auch eine Menge Leute, die immer von Heilung predigen und Heilung bewerben und sagen, ja, du kannst von deinen Krankheiten geheilt werden. Und es ist auch so.
Das Endziel Gottes mit unserem Leben, mit unserem körperlichen Leben, ist tatsächlich eine wunderbare Heilung. Gott wird uns einen Körper geben, da kennen wir keinen Schmerz mehr, kein Leiden, kein Geschrei. Da gibt es keine Krankheit mehr. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es Zeichen sind, die er in dieser Welt tut, in dieser Zeit tut. Wenn er Heilungen schenkt, körperliche Heilung, dann sind das Zeichen für die Herrschaft Gottes, Zeichen für das Reich Gottes, das kommen wird. Es ist nicht ein Automatismus. Es ist nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, Gott will immer, dass ich geheilt werde von allen Krankheiten. Gott lässt manche Dinge in unserem Leben zu. Prüfung, wir haben das letztes Mal gesehen. Er lässt es zu, dass sie in diese Wüste kommen und dass sie Durst leiden. Er führt sie sogar hinein, wie er Jesus in die Wüste geführt hat und ihn hat hungern lassen für 40 Tage. Was für ein grausamer Gott. Nein, es ist Teil seines Planes. Es ist Teil seiner Weisheit, die viel höher ist als unsere Weisheit. Wir verstehen das oft nicht. Aber Gott weiß. Und andererseits, er ist der liebende Vater. Bei all dem, wo er manchmal seine Kinder hindurchgehen lässt, durch schwierige Zeiten, durch Nöte, durch Todesgefahr, ist er doch der gute Hirte, der seine Schafe nie im Stich lässt. Und das sehen wir jetzt auch, wenn wir in Kapitel 16 von 2. Mose hineingehen. Sie brachen von Elim auf. Ja, Elim war ein schöner Ort. Ne? Es war ein Ort mit 12 Wasserquellen und 70 Palmenbäumen. Wir haben gesehen, dass sie sich dort gerne gelagert haben. Und es war ein Ort der Erholung. Es war eine Oase. Dort konnten sie lagern, dort konnten sie trinken. Dort war der ganze Durst gestillt. Es ging ihnen gut dort. Unter den Palmen kannst du auch Schatten finden. Aber sie müssen diesen Ort verlassen. Gott zieht weiter. Die Wolkensäule zieht weiter. Es bleibt nicht der Ort der Ruhe, der Entspannung. Ja, wir wollen immer so bleiben. Herr, lass uns doch hier. Wir bauen 3 Hütten. Ne? Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia, sagt Petrus, als sie auf dem Berg der Verklärung sind. Lass uns immer hier bleiben. Aber nein, es bleibt nicht so. Jesus sagt, kommt, wir müssen wieder zurück ins Tal. Wir müssen uns deren Herausforderungen stellen. Den Menschenauflauf, den Leuten, die um Hilfe suchen. Wir müssen uns stellen, auch dem Weg Gottes, der durch das Leiden hindurchführt. Jetzt ist es noch nicht vollendet. Das ist hier nur ein Moment der Ruhe, ein Moment, ein Geschmack des Himmels. Sie brechen von Elim auf. Sie sind noch nicht angekommen. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also hier ist eine ganz genaue Zeitangabe, die werden wir auch immer wieder finden. Und das zeigt uns hier, dass Mose hier ganz klar beteiligt ist. Dass es wurde eine ganz klare Zeitangabe gegeben. Sie sind jetzt einen Monat unterwegs. Das heißt also, sie sind schon einige Tage gereist. Sie haben auch eine ganze Weile vielleicht in Elim verbracht. Jetzt nach einem Monat geht es weiter. Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Was ist der Grund ihres Murrens? Wir lesen es jetzt hier, was sie zu Mose und Aaron sagen. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben,
als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Diese Worte lasst uns mal auf der Zunge zergehen. Erstens, sie sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Was sagen sie da? Was wünschen sie sich? Oh, wäre Gott doch gekommen, als wir in Ägypten waren und hätte uns umgebracht. Sie hätten es ganz einfach haben können. Sie hätten einfach nicht das Blut an die Türschwelle streichen müssen. Sie hätten einfach nicht durch das Meer durchziehen müssen. Hätten nur stehen bleiben müssen. Die Ägypter hätten sie schon ordentlich niedergemacht. Was haben sie dir eigentlich? Wir wollten nicht gerettet werden, wir wollten getötet werden. Was ist das für eine Logik? Das, was sie aber antreibt, ist ein Gedanke aus ihrer Vergangenheit. Da gab es Fleischtöpfe. Da gab es Brot. Da gab es dieses Gefühl, satt zu sein. Wisst ihr, und das Gefühl, das ist wirklich wahr. In Ägypten gibt es das im Sklavenhaus. Der Drogensüchtige weiß es, der Kick, dieser Moment der Ruhe, wo du endlich mal weg bist von allem. Ja, dieser Moment der Sättigung, die Sünde, sie hat einen kurzen Moment, wo sie dir diese Sättigung gibt. Aber dann ist es, wenn du erwachst, genauso schlimm wie vorher das Sklavenhaus. Du bist unter der Hand eines harten Herrn, der dich aussaugt, der dich fertig macht. Und das haben sie vergessen. Das ist völlig ausgeblendet. Es ist nur noch dieses Moment, dieser Moment der Sättigung ist plötzlich noch da. Alles andere ist gone, vorbei, weg. Und auch das Gefühl, was sie im Moment haben, ist völlig übermächtig. Es bestimmt ihr ganzes Denken. Der Hunger bestimmt ihr ganzes Denken. Und ja, es ist auch so. Wenn ein Mensch hungrig ist, dann ist er meistens auch vollkommen davon eingenommen. Sein Denken ist nicht mehr so wie vorher. Ja, wir sagen immer, also wenn bei uns zu Hause irgendwie der Haussegen schief hängt, ne, mit den Kindern, dann meistens irgendwie vor den Mahlzeiten, wenn die Kinder irgendwie lange nichts mehr gegessen haben. Dann flippen die aus, dann sind die, ne, ungenießbar. Wie bist du, wenn du mal irgendwie eine Mahlzeit ausgelassen hast? Ne? Angry. Schnell ärgerlich, genau. Angry. Hangry. Hangry. Also sie sind völlig von diesem Gefühl des Hungers bestimmt. Und das lässt sie auch so austicken hier. Und gleichzeitig ist nur noch dieses Gefühl der Sättigung von damals. Ne? Damals hatten wir dieses Gefühl der Sättigung. Das gab es damals. Hier gibt es das jetzt nicht mehr. Und das lässt sie so völlig ungerecht werden. Menschen, die hungrig sind, werden oft, sie sind geschwächt, wisst ihr? Und wenn man geschwächt ist, dann ist man weniger beherrscht. Man hat ja eine gute Erziehung genossen und weiß sich ja zu beherrschen. Aber wenn man angekratzt ist, wenn man kraftlos ist, dann weicht diese Selbstbeherrschung, diese antrainierte Selbstbeherrschung. Und dann tritt das wahre Ich zum Vorschein. Das Fleisch wird sichtbar in mir. Und dann tritt mein Zorn hervor und meine Ungerechtigkeit. Dass ich die Dinge eben nicht richtig betrachte, wie sie wirklich sind, sondern ich werde völlig unsachlich. So ist es hier bei den Israeliten. Deswegen sage ich dir,
es ist auch gut, wenn du isst. Wenn du deine Mahlzeiten regelmäßig einnimmst. Das schützt dich auch ein Stück davor, dass du so ungerecht wirst. Dass du die Dinge falsch siehst. Manchmal hilft es einfach, ein gutes Stück Brot zu essen. Und Gott hat uns doch so reichlich gesegnet. Wir haben doch immer Essen im Überfluss. Uns geht es doch so gut. Andere haben das nicht. Andere müssen tatsächlich hungern. Aber wir haben es. Also lass uns das Gute, was Gott uns gibt, dankbar nehmen und es genießen. Jesus hat uns gelehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Nimm es auch ein, wenn es möglich ist. Es gibt aber die Phasen, wo es nicht möglich ist. Und dann ist der Hunger da. Und wir sehen Israel, und Israel ist uns ein schlechtes Beispiel, nämlich darin, dass sie ins Fleisch fallen, dass das Fleisch durchbricht unter dieser Prüfung, unter dieser Herausforderung, unter dieser Last, unter dieser Beschwernis, tritt das Fleisch zutage. Die Prüfung erweist, was wirklich drin ist. Also, sie werden ungerecht. Sie sehen die Dinge nur noch unter diesem Gefühl des Hungers, beziehungsweise sehen auch die Vergangenheit nur noch unter diesem Blickwinkel. Sie haben völlig vergessen, was eigentlich passiert ist. Ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Also, was sagen sie noch? Sie sagen, Mose und Aaron, ihr habt uns nicht aus dem Sklavenhaus in Ägypten geführt, sondern ihr habt uns in die Wüste geführt. Euer Ziel war nicht, uns zu befreien aus der Sklaverei, sondern ihr wolltet mit dieser Aktion uns töten. Wie krass ist das, was die da sagen in ihrem Murren? Wie krass ist es manchmal, was wir für Dünnsinn von uns geben? Ich wollte nicht Bullshit sagen. Es ist krass. Sie verdrehen die Wahrheit von vorne bis hinten. Gott antwortet. Er kann es so nicht stehen lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Krass, diese Antwort. Also dieses Volk, es murrt, es verdreht die Tatsachen. Wie will Gott sie jetzt bestrafen für diese Sünde? Ich lasse euch Brot aus dem Himmel regnen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Wir werden uns mit diesen Dingen nächste Woche befassen, weil es später auch nochmal aufgegriffen wird. Diese Probe, ob sie nach meinem Gesetz leben wollen oder nicht. Wir lesen mal weiter. Und Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel, und das ist jetzt eine Antwort eigentlich auf ihr Murren: Am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Mose und Aaron rücken diese ganzen Unwahrheiten jetzt zurecht. Und ich sage euch, die waren genauso hungrig wie die anderen. Die hatten kein Sonderdepot an Brot. Man muss nicht, wenn man hungert, aus dem Fleisch heraus reagieren. Man muss nicht, wenn die Umstände schlecht sind, selber schlecht werden. Das ist eine Lehre dieser Welt. Na? Einer der großen deutschen Dichter, Bertolt Brecht, hat versucht, das deutsche Volk zu lehren. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das ist aber nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Wir sehen es hier an Mose und Aaron. Ob
obwohl sie auch hungrig sind, können sie die Wahrheit richtig stellen und sagen, so ist es gewesen. Was sagen Mose und Aaron zuerst? Sie sagen nicht, wir haben euch hier rausgeführt, sondern Gott hat es gemacht. Der Herr, Jahwe hat es gemacht. Er hat euch herausgeführt. Und er stellt zurecht, er hat euch nicht in die Wüste herausgeführt, um euch zu töten, sondern er hat euch aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Also, durch das, was Gott jetzt tun wird, in seiner Gnade, werdet ihr sehen, dass Gott euch befreit hat, dass der Herr ist euer Retter, euer Befreier aus dem Sklavenhaus und er ist euer guter Hirte und er ist euer Versorger. Und das wird Gott euch zeigen. Dann werdet ihr erkennen, dass ihr völlig in die Lüge hineingerutscht seid, in euer Murren. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Und ihr stellt, Mose und Aaron stellen noch etwas klar. Euer Murren hier gegen uns ist ein Murren gegen den Herrn. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Und Mose sagte zu Aaron, befiehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, tretet vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Die Gegenwart Gottes, mittendrin dort in ihrem Streit, in ihrem Murren, in diesem Aufbegehren, erscheint Gott, begegnet Gott ihm. Gott ist so voller Gnade. Auch diesem widerspenstigen Volk begegnet er und zeigt sich, zeigt seine Herrlichkeit. Er liebt sein Volk. Er möchte sein Volk gewinnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Redet zu ihnen und spricht, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr vom Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Gott möchte dir zeigen, dass er dein Gott ist. Er möchte uns es beweisen, zeigen, dass er unser Gott ist. Er möchte für uns sorgen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir nicht murren, sondern dass wir Glauben und Vertrauen haben. Wie er durch Jesus gesagt hat, trachtet nach dem Reich Gottes und das, was ihr braucht, wird Gott euch geben. Das ist eine Verheißung, auf die wir uns stellen können, an der wir uns festhalten können. Gott hat gesagt, ich werde dich nicht versäumen noch verlassen. Ich werde für dich sorgen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Krasse Geschichte. Plötzlich kommen diese ganzen Vögel an, da geflogen. Und lassen sich überall nieder. Und die Israeliten können echt sich satt essen an dem Fleisch der Wachteln. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Im Hebräischen steht hier Manhu. Manhu? Manhu?
Manhu. Daher kommt am Ende dann auch das Wort Manna. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Als Gott gesagt hat, ich werde euch Brot geben, da wussten Mose und Aaron nicht, wie soll Gott das machen. Wir haben keine Weizenfelder hier, keine Gerstenfelder, keine Getreidefelder. Wie sollen wir Brot herstellen für dieses Volk? Aber Gott hatte seinen ganz eigenen Weg und hat etwas ganz Merkwürdiges. Es ist ganz schwer zu fassen, was das eigentlich war. Es gibt Mose versucht es zu beschreiben, wie die Israeliten es versuchen zu beschreiben. Es ist irgendwas wie reif, es ist so körnig, es ist so, ja, sie konnten es nicht beschreiben, sie kannten es nicht. Und Gott hat sie versorgt mit diesem Brot, mit diesen Körnchen, Tag für Tag für Tag, auf ihrem ganzen Weg durch die Wüste. Unvorstellbar, unfassbar. Sie sind nicht verhungert, sondern sie haben immer gut zu essen gehabt, auf dem ganzen Weg durch die Wüste. Es sollte eigentlich nur einige Monate sein, aber es wurden 40 Jahre. Und selbst in dieser ganzen Zeit, die Gott dann auch als eine Strafe, als eine Erziehung seines Volkes angeordnet hat, weil sie nicht ins neue Land eingezogen sind, weil sie Gott nicht vertraut haben darin, das neue Land in Besitz zu nehmen, weil sie mehr Furcht vor den Menschen als vor Gott hatten, hat Gott gesagt, okay, dann müsst ihr jetzt eine Generation sein, die durch die Wüste zieht, ihr ganzes Leben lang. Und die neue Generation, die junge Generation, ja, sie sollen in das neue Land einziehen. Aber dieses Volk, auch diese 40 Jahre, er hat sie versorgt mit diesem Brot, die ganzen 40 Jahre lang. Lass uns mal 5. Mose 8, Vers 2 aufschlagen. Und das ist Mose, der das hier schreibt, beziehungsweise sagt auch dem Volk Israel nach diesen 40 Jahren, kurz bevor sie ins neue Land einziehen, kurz bevor Mose auch abtreten muss am Ende seines Dienstes. In 5. Mose 8, Vers 2 sagt er, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und dann speiste er dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Mose betont hier, das war ja kein Brot. Es war kein Menschenbrot, sondern es ist etwas, was Gott hervorgebracht hat. Ja, was aus seinem Mund, wie das bei den Tieren ist, ne? Die ihre kleinen, die Vögel, die ihre kleinen Küken vorverdautes aus ihrem Magen, ne? Die haben vorher gefressen, ne? Was weiß ich, bei den Pinguinen, ne, haben wir neulich erst gesehen, dann sind die Pinguinmütter, nachdem sie das Ei gelegt haben, der Vater, der wärmt das Ei, ne, und dann schlüpft es irgendwann aus und dann wärmt es das, ne, und dann ziehen die Mütter los, um im Meer Fisch zu fangen, den fressen sie.
Und dann machen sie sich auf den Weg aus dem Meer wieder. Das dauert Tage, Wochen, bis die wieder da sind. Ne? Und dann würgen sie diesen lange gefressenen Fisch hoch. Und aber es ist lebensnotwendig. Die haben nichts anderes. Diese Pinguine da in dieser Eiswüste, die haben nichts anderes zu essen. Und die freuen sich. Die werden gesättigt von diesem Inneren, was aus dem Inneren hervorkommt. Und so sagt Mose, so kommt dieses Mann aus dem Inneren Gottes. Und es ist ein Symbol, sagt er, es ist ein Symbol. Es ist nämlich das Wort Gottes, was ausgeht aus dem Innersten Gottes, kommt es hervor. Und davon lebt der Mensch. Das ist das, was seinen Hunger stillt. Das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und Jesus hat es dann auf eine ganz spezielle Art und Weise zitiert in Matthäus 4, diesen Vers. Wo er genau in derselben Situation war wie das Volk Israel. Ja, noch heftiger, noch schlimmer. 40 Tage lang. Die Israeliten waren ja gar nicht 40 Tage lang in der Wüste. Sie waren erst einen Monat in der Wüste. Und sie waren zwischendurch eine längere Zeit in der Oase gewesen. Aber jetzt, diese kurze Zeit, wo sie angefangen haben zu hungern, fangen sie an zu murren und die Wahrheit zu verdrehen und Gott und Mose und Aaron anzuklagen. Was macht Jesus? Ja, natürlich, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber er war im Ganzen von seiner Beschaffenheit ein Mensch wie du und ich. Und er war wirklich am Verhungern. Nach einer so langen Zeit des Hungerns, des Fastens, bist du fast am Verhungern. Er war so geschwächt, dass er, wenn da nicht jemand umfällt, wenn da nicht jemand sein Böses, wenn da nicht das böse Innere eines Menschen hervortritt, wann denn dann noch? Aber bei Jesus ist da nichts zu finden. Da ist kein böses Inneres. Da kommt nur die Wahrheit heraus. Da kommt nur die Liebe zu Gott heraus. Die vollkommene Liebe, die den Angriff des Versuchers zurückschlägt. Matthäus 4, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Du kannst doch ein Wunder tun, aus diesen Steinen Brot machen. Interessant, dass Gott sein Volk durch Wasser aus dem Felsen gesättigt hat später. Ne? Also den Durst gestillt hat. Aber das Brot hat er nicht aus dem Stein gemacht, sondern er hat es aus dem Himmel gesandt. Aus seinem Innersten hat er das Brot gebracht, das Manna. Aber der Teufel versucht alles zu verdrehen. Er sagt, hier ist doch ein Stein, mach doch aus dem Stein ein Brot. Das kannst du doch, Sohn Gottes. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist meine Speise, Speise für meine Seele. Und das ist das Wichtigste. Dieser Körper ist ein vergänglicher Körper. Jesus hat diesen vergänglichen Körper angenommen. Das Überleben dieses vergänglichen Körpers ist nicht die oberste Priorität für uns Menschen. Es ist wichtig, aber es ist nicht die oberste Priorität. Die oberste Priorität ist die Liebe zu Gott, die Treue zu Gott, das Vertrauen zu Gott. Darin treu zu bleiben,
bis in den Tod. Denn der Tod kommt, irgendwann kommt er. Das kannst du nicht verhindern. Für Jesus war es ganz klar, ich lasse mich nicht verführen, mich von meinem Vater trennen zu lassen, in dieser größten Not, mir eigenmächtig zu helfen, sondern ich vertraue ganz auf meinen Vater. Er hat mich in diese Wüste hineingeführt. Er hat mich in diese Zeit des Fastens hineingeführt. Ich werde das nicht von mir selber auflösen. Ich werde nicht eigenmächtig handeln, sondern ich vertraue darauf, dass Gottes, das Wort meines Vaters die Stärkung ist für mich, für meine Seele und dass das durchschlägt bis in den Körper hinein. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nähren an dem Wort Gottes, unsere Seele füttern mit dem Wort Gottes. Gott hat reichlich aufgetischt. Er gibt uns täglich unser Manna. Wenn wir es denn zulassen, wenn wir denn hinausgehen und sammeln, na, das ist das Gebot, was Gott dem Volk Israel, geht hinaus und sammelt. Sammelt das Manna ein. Ja, das musst du machen. Du musst das Wort aufschlagen. Du musst darin lesen, musst es auf dich wirken lassen, musst es essen. Aber es ist da. Gott hat es gegeben, hat sein Wort gesandt. Aber es ist nicht nur das geschriebene Wort aus der Bibel, sondern noch mehr. Lass uns mal Johannes 6 jetzt zum Abschluss aufschlagen. Johannes 6. Johannes 6, Vers 31. Jesus ist im Gespräch mit Juden, die bewegt waren von dem, was er getan hat, nämlich 5000 Menschen gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Er hat die Brote geteilt und plötzlich konnten alle genügend essen. Es war genug da für alle. Im Teilen, im Austeilen des Brotes. Im dankbaren Empfang des Brotes, im Teilen des Brotes und Austeilen des Brotes wurden alle gesättigt. Und am Ende auch die, die ausgeteilt haben, die Jünger haben auch noch was abgekriegt, sind auch gestärkt und gesättigt worden. Und diese Brotvermehrung, das ist so ein wunderbares Bild auch für einen Dienst, wie wir ihn vielleicht am Sonntag tun können. Ja, Brot zu verteilen, Hilfsgüter zu verteilen. Aber ja, noch mehr, das Wort Gottes, wovon der Mensch lebt, der lebt nicht vom Brot allein, sondern von Hoffnung, von Glaube, von Liebe. Dass wir diesen Menschen zeigen, Gott liebt dich. Er ist interessiert an dich. Er möchte dein Arzt sein, dein Helfer, dein Retter. Er möchte dein Vater sein, er möchte dein Hirte sein. Er möchte dein Leben auf eine gute Bahn führen. Es gibt noch Hoffnung für dich. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das sind Dinge, die wir hinaustragen können. Kleine Mannerkörnchen, die wir teilen können. Und während wir sie teilen, werden wir erleben, dass wir selbst gesättigt und gestärkt werden. Aber sie sind sehr darauf fixiert, auf dieses Brot, was sie in den Händen hatten und was sie dann in den Bauch hinein aufgenommen haben. Dass es aber mehr bedeutet, dass es um viel mehr geht, dass es Gott um viel mehr geht, dass es Jesus um viel mehr geht, das begreifen sie nicht. Und sie ringen dabei mit ihm im Gespräch darum und Jesus ringt mit ihnen, um ihnen das so verständlich zu machen, worum es eigentlich geht. Und er sprach, sagen Sie,
zu ihm: Unsere Väter, Vers 31, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Hier stellt Jesus zwei Sachen klar. Erstmal ist es nicht Mose, der das Brot gegeben hat, sondern Gott. Gott ist derjenige, der gibt. Und das ist ein altes Zeichen gewesen, aber hier geht es um mehr. Dieses Brot, was Gott geben will, ist etwas viel Größeres. Es ist das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Es sind nicht nur die kleinen Körnchen, die aus dem Himmel irgendwie gefallen sind, sondern es ist aus der Gegenwart Gottes, aus dem Innersten Gottes, kommt eine Nahrung zu uns, die uns wirklich sättigt, die unseren Hunger stillt. Und dann sagt Jesus weiter: Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Also, das Brot, was du isst, gibt dir Leben, gibt dir Kraft. Das ist das Symbol. Wenn du den isst, den Gott gesandt hat, wenn du ihn in dich aufnimmst, wenn du dich von ihm, an ihm stärkst, er wird dir zur Stärke, zur Kraft, zum Leben in dir. Es ist seine Gegenwart, sein Geist in dir. Es sind seine Worte, die dir Kraft geben, die dich stark machen. Auch in Notzeiten, auch in Zeiten des Mangels, wo du Dinge vermisst, wo du leidest, wo dich hungert, wirst du gesättigt werden durch das Brot, das aus dem Himmel kommt, durch Jesus selbst. Das sagt er hier jetzt auch. Sie sind begeistert von diesem Gedanken, dass Gott etwas gibt, was Leben gibt. Dass Gott jemanden sendet, der Leben gibt. Und sie sagen: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Nähre dich an mir. Nimm mich in dich auf. Iss mich. Crazy. Die Geschichte geht ja auch so weiter, dass das echt auf die Spitze treibt und sagt: Ja, ihr müsst mein Fleisch essen. Und sie sind völlig verwirrt und sagen: Das geht nicht, das darf man nicht. Das sind doch keine Kannibalen. So, ne? Aber Jesus treibt es auf die Spitze, damit wir, um uns dahin zu führen, ihm wirklich so zu vertrauen, ihn so in uns aufzunehmen, unser Herz wirklich so aufzumachen, wie so ein hungriges kleines Pinguinbaby. Sagen: Ah, ich habe Hunger. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht leben, ich habe kein Leben in mir. Ich brauche dich. So verzweifelt brauche ich dich. Nein, im Englischen aber so desperately. Wie in der Wüste, ich habe Hunger, ich brauche dich, Herr. Und dann kommt Gott und erfüllt uns, will uns sättigen. Er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wird nicht hungern. So wie Gott sagt: Mein Volk Israel, ich habe euch erlöst. Ich werde euch zeigen, dass ich euer Gott bin, darin, dass ich euch Brot gebe. Brot aus dem Himmel. Tagtäglich. Ihr werdet immer zu essen haben. Ihr werdet nie hungrig bleiben. Und so ist es was Wunderbares, dieses Zeichen, was Gott, was Jesus uns dann auch gegeben hat im Abendmahl. Er hat gesagt: Das ist mein Leib, das bin ich, das ist das Brot des Lebens. Nimm, iss es, iss mich. Nimm mich in den Mund, zerkau mich,
Schluck mich runter. Nimm mich auf in dein Innerstes. Lass mich die Stärkung deiner Seele, deines Menschen, deines ganzen Menschen sein. Lass mich dir Leben geben. Lass mich ein Teil von dir werden. Lass mich deinen Hunger stillen. Nimm nicht irgendwas anderes. Nimm mich. Ich möchte so gerne dein Versorger sein. Ich möchte so gern das Brot für dich sein. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür hat dich Gott Jesus gesandt. Aus seinem Mund, das Wort Gottes, der Logos, ist gekommen. Aus seinem Mund. Alles, was aus dem Mund Gottes hervorgeht, das ist Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Er ist gekommen, damit wir Leben haben. Und dafür war er bereit, sich selbst zerstören zu lassen. Zerbrochen zu werden. So lass uns das Mahl jetzt feiern. Und daran denken, an ihn denken, auf ihn schauen. Auf sein Angesicht. Darüber meditieren, darüber nachdenken, nachsinnen. Uns ihn vor Augen zu führen, als den gekreuzigten Christus, als den Menschen, der uns, als den Sohn Gottes, der ein Mensch geworden ist, so wie ich, der mein Bruder geworden ist, der alle Leiden getragen hat, alles Elend meiner Sünde, der aber auch auferstanden ist, den Tod überwunden hat, um mir Leben zu geben in Ewigkeit. Er ist jetzt hier durch seinen Geist. Und wenn wir das Brot essen und den Kelch nehmen, dann nehmen wir ihn in uns auf. Lassen uns von ihm stärken auf diesem Weg, den wir mit ihm gehen, Tag für Tag für Tag für Tag, bis wir das Ziel erreichen.